glaube, jeder von euch kennt das Wort Ehre genommen. Oder ich glaube, irgendeiner von euch, der jetzt gerade zuschaut, hat schon mal dieses Wort gesagt. Kennt ihr diesen Moment? Man will jemandem High Five geben oder jemandem die Hand geben und die Hand kommt niemals an. Alles gut, Mann, schön dich zu sehen. Was geht ab, Mann? Alles gut bei dir? Ja, Mann, wir sind komm, uns gehen. Ehre genommen! Oder wenn dir jemand auf den Po klatscht. Jo, Dennis! Ehre genommen, wenn jemand popelt und dir danach ins Gesicht fässt. Diggi, ich müsste jetzt auch los, ne? Ja. So den Herd ausmachen. Ja. Wir sehen uns, ja? Ja. Was ist das denn? Ehre genommen! Oder dieser Moment, wenn die eine Person einen Nackenklatscher gibt. Ehre genommen! Wenn jemand 4 Wochen nicht die Zähne geputzt hat und dir so nah ins Gesicht kommt und mit dir redet. Hast du den Kampf gesehen gestern? Ja, der war schon gut, ne? Bleib doch hier, warum gehst du? Fandst du ihn gut, den Kampf? Der war ganz fantastisch. Ja? Ehre genommen! Wenn einer der Freunde heimlich deinen Hotspot benutzt und du kein Datenvolumen mehr hast. Hey, Bro. Hast du mein neues YouTube-Video geguckt? Digga, hast du mir schon 10 Mal gezeigt. Das ist geil, oder? Datenvolumen leer, Digga? Sag, bist du in meinem Hotspot, Digga? Ich in deinem Hotspot? Niemals. Digga, du hast mein ganzes Datenvolumen verbraucht. Ich will doch noch Genussferkel-Videos gucken. Das ist super! Ehre genommen, wenn jemand über ein Mädchen redet und am Ende rauskommt, dass deine Schwester ist. Digga, letztes Wochenende anders. Ich hab eine Süße getroffen, die war so richtig karamellig von der Haut. Ein Arsch wie ein Pfirsich. Wirklich so richtig ordentlich auch oben rum. Warte, ich zeig dir ein Foto, Digga. Anders, wir haben so richtig down. Nach dem Wissen gekommen. Hier, die. Geiles Mäuschen, ne? Bruder, das ist meine Schwester. Hä? Das ist meine Schwester. Ist egal, jedenfalls hab ich so... Ehre genommen! Wenn jemand die Hand gibt, Küsschen, Hallo sagt und danach sagt, dass er krank ist und übertrieben ansteckend ist. Hey, was geht ab? Alles gut, Alter? Los. Boah, ich hätte nur sagen, ich bin richtig krass krank. Gib mir bloß nicht die Hand und sag nicht Küsschen, Hallo. Du bist krank? Ich bin hoch ansteckend, ja? Freue mich, dass ihr alle hier erschienen seid. Mein Name ist Ehren Formas. Mir wurde selber damals mal die Ehre genommen und ich versuche euch zu helfen, denn ich weiß, wie ihr euch fühlt. Und ja, Frage an dich. Wieso hast du keine Ehre mehr? Also es war bei mir ein ganz normaler Sonntagnachmittag. Ich habe FIFA gespielt, wie immer. Also ich spiele sonntags immer FIFA. Dann kam mein Neffe zu Besuch, der ist 6, by the way. Und ja, der hat mir eine Klatsche in FIFA gegeben. Und als er mich abgezogen hat, meinte er dann Ehre genommen. Also seitdem bin ich ehrenlos. Sind jetzt circa 7 Monate. Wow, das ist echt hart, ja. Ja, ehrenlos. Erzählen Sie mal, was ist denn Ihr Problem? Ja, das war bei mir eine sehr tragische Situation. Ich wurde bei einem Fußballspiel von einem Mädchen getunnelt im Spiel. Das war für mich sehr, sehr schrecklich. Da war ich ehrenlos. Wow, von einer Frau getunnelt werden. Ja, das ist echt hart, aber wie... Ich finde da eine Lösung. Aber erzähl mir deine Geschichte. Also nach der Geburt hat der Arzt mir gesagt, dass ich ehrenlos wäre. Dass ich gar keine Ehre habe. Ich weiß nicht, wie es ist, deine Ehre zu haben. Es ist sehr hart. Also alle eure Geschichten haben mich sehr getroffen. Du und du. Ich verstehe euch. Ich kann euch eine Sache sagen. Ihr werdet niemals eure Ehre wiederbekommen. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Denn ihr müsst das Ganze positiv sehen. Wenn du keine Ehre mehr hast, wurde die Ehre genommen. Heißt es, du kannst Scheiße bauen, ist doch kein Problem. Das heißt, du kannst deinen Kumpel beklauen und sagen, weißt du was, scheiß drauf. Ich hab doch eh keine Ehre. Schlimmer kann es nicht mal werden, wenn du keine Ehre mehr hast. Ich hab gehört, dass du seine Schwester gebrezelt hast. Ja, hab ich gemacht, aber im Wasser hast du die Schwester mal gesehen, also. Egal, mach noch einmal, kein Problem, du bist eh schon ehrenlos. Was ich damit sagen will, wer keine Ehre hat, hat nichts mehr zu verlieren. Ich habe aber gestern mein Handy verloren. Das ist scheißegal, dir geht's eh schon scheiße. Nutzt diese goldene Chance und macht einfach weiter so. Denn nicht jeder hat diesen Segen, den ihr habt, ehrenlos zu sein. Dir wurde die Ehre genommen, dir und dir. Geht raus und baut Scheiße. Hä? Geht in die weite Welt, verprügelt Menschen. Okay? Benutzt euch Scheiße. Wenn du auf Toilette gehst, spüle nicht.
Nimm die Kacke und werf sie auf jemanden. Denn der keine Ehre hat, braucht keine Ehre mehr. Ihr seid Abschaum. Ihr werdet niemals Geld verdienen, keine Freundin kriegen. Du siehst eh schon scheiße aus und dein Gesicht, wow, als ob einer aufgeschissen hat. Ihr müsst stolz auf euch sein. Ihr müsst daran glauben, dass ihr nie wieder Ehre kriegen werdet. Ihr werdet pleite sein, kein Geld mehr haben. Ihr werdet auf der Straße. Seid stolz drauf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Eine kurze andere Sache. Es gibt so viele Sprichwörter. Ehrenlos, Ehre genommen, Ehrenmann, Ehrenfrau, die ganzen Wörter. Das sind alles nur Wörter, Freunde. Mein Kanal dient dazu, dass du einfach abschalten kannst. Es läuft so viel Scheiß auf der ganzen Welt, denn man muss auch über sich selbst lachen können. Okay? Das heißt, ganz, ganz wichtig, verliere niemals dein Lächeln. Sei einfach ein guter Mensch. Hab dein Herz an den richtigen Fleck und dann wird alles gut sein. Weil wenn du Positives weitergibst und auch mal vielleicht über dich selbst lachen kannst, ist das viel, viel mehr wert, als die ganze Zeit schlechte Laune zu haben, meine Freunde. Wie gesagt, das ist alles so Spaß auf meinem Kanal. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, Ehre genommen.